Mein Name ist Tom, ich bin 35 Jahre alt, mache Parkour seit 2004 und ich war bei der letzten Staffel Ninja Warrior Austria mit dabei. Wie schnell ist der an? 3 Sekunden. Mein Highlight war wirklich den ganzen Parkour ausprobieren, ja, wirklich herumspielen da drinnen, die etwas andere Atmosphäre mit Pyrotechnik und vielen, vielen Kameras und allem drumherum ist ein bisschen was anderes zu unserem normalen Training. Und die ganzen Leute dort waren einfach das Besondere. Ja. Da war jetzt nicht so eine besondere Situation, sondern einfach das ganze Environment war cool und war sehr freundschaftlich und das hat mir super viel Spaß gemacht damit. Also im Parkour geht es darum, Hindernisse zu überwinden. Das heißt wirklich von A nach B mit verschiedensten Techniken an sich selbst feilen. Das heißt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch wirklich schauen, wozu bin ich fähig und das zu erweitern. Das heißt viel Springen, viel Klettern. Es ist wirklich ein ganzheitliches Training. Und das ist einfach ein Skillset, was für Ninja Warrior sehr gut passt. Schau dir die Zeit an. Fensterbrett Nummer 1. Ja, immer das Fensterbrett. Weil er sich die Kräfte einteilen muss. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Feeling dieses Jahr wird. Ich bin sehr gespannt auf den Parkour. Aber ich glaube, dass sich viele Leute gut vorbereiten werden und dass wir einiges zu sehen bekommen. Ne? Das schaut zu einfach aus. Man will immer weiterkommen. Ich möchte eigentlich nur so viel wie möglich von dem Parkour genießen. Und ich habe da kein konkretes Ziel, dass ich jetzt so und so weit kommen will, sondern einfach nur eine gute Zeit mit den Leuten haben und Spaß an der Sache haben. Also im Prinzip, wenn man mitmachen will, soll man einfach mitmachen. Ja, also bewerbt euch, macht's mit, bereitet euch vor, bereitet euch nicht vor, schaut, dass es euch zukommt. Ich glaube, wenn man zu verbissen ist und zu sehr im Prinzip sich verkrampft, desto schwieriger wird's. Das heißt wirklich locker bleiben, Spaß dran haben, schauen, dass man gute Zeit hat. Und dann, wenn man Glück hat, geht's ganz gut. Ich glaube, er ist sich sehr sicher. 4,25 Meter gegen Thomas. Ja. Und ich sag schon mal, hallo. Oh, hi, Tom!